Ja, Herr Minister, ehrlich gesagt finde ich das nicht in Ordnung, was Sie hier machen. Sie diskutieren letztlich Ihr Amt selber, wenn Sie sagen, Sie sollen nicht die gleiche Politik fortsetzen wie die Koalition vorher. Das ist doch völlig klar. Nur auch mal, um die Fakten zu nennen, weil Herr Kollege Schmitz das eben nicht gemacht hat. Abbruchquote, 50% Zugang hatten wir nach den Produktionsschulen. Beim Werkstattjahr waren es 30%, ist auch regierungsamtlich bestätigt. Und die Kollegin Hannen hat ja absolut deutlich gemacht, dass es nur um Ideologie ging. Sie hat ja sogar Sachverhalte erfunden, die gar nicht im Antrag drinstehen. Das Wort Geflüchtete kommt in unserem Antrag nicht einmal vor, was Sie da erzählt haben. Und eins will ich Ihnen sagen, wir müssen die Zahlen miteinander vergleichen. Wir müssen hier nicht irgendwelche Showgeschäfte machen, sondern setzen sich mit den Argumenten auseinander. Und das Argument bei der Produktionsschule ist deutlich höhere Zahlen, bessere pädagogische Betreuung, bessere Quoten. Und davon sollten Sie lernen und Sie nicht einfach verabschieden, nur weil irgendjemand anders das vorher mal gemacht hat. Das ist unser Ansinnen und dafür kämpfen wir auch.